Gut, was haben wir denn hier noch? Ich glaube, wir sind auf... Ach, da ist noch so eine. Moment, komm mal her. Lass dich locken. Oh, er tritt mich nicht. Lass dich backstabben. Hasi-Mausi-Schatzi. Und dann hier, guck mal, Sense. Boom, tot. Ole. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem Weg zur zum großen Amber. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Da musste ich, glaube ich, die Treppe hoch. Da oben liegt auch noch Loot, sehe ich gerade. Ja, komm, wir gehen jetzt mal die Treppe hoch. Hier vorne war irgendwo eine Tür. Genau, da ist... Ach, hier liegt auch noch Loot. Noch eine Menschlichkeit. Ja, gehen wir mal hier die Treppe hoch. Ich weiß gar nicht, ob da oben jetzt noch diese Geisterfutzel kam. Ich glaube nicht. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Das war der Loot, den wir gerade von unten gesehen haben. Was haben wir hier? Da haben wir wieder eine Seele. Da können wir ja wirklich irgendwann mal richtig viele Seelen noch plöppen. Entweder leveln oder zum Schmieden benutzen. Halt mal schauen. So, und hier geht's auch noch weiter. Und dann sind wir auf dem Weg zum Amber, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir kommen jetzt nämlich bei der Kiste dann raus. Wir müssen noch eine Ebene nach oben. Ja, genau. Hier ist die Treppe. Gucken wir hier nochmal, ob es hier was gab. Aber, nein, hier ist ein Dead End. Da gibt's nichts. Dann können wir die Treppe nach oben. So, Treppe nach oben und wo ist denn die Kiste? Da ist die Kiste, genau, das ist auch keine Mimik, sieht man ja auch an den Seilchen und da drin ist die Riesenglut und damit können wir jetzt endlich 15er Waffen schmieden. Yay! Machen wir jetzt aber vor den Four Kings nicht mehr. Sonst müsste ich ja zurück und teleportieren und durch Leuchtfeuer berühren, Mobs respawnen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ich denke mal, es müsste auch mit einer plus 10 Senso oder mit dem plus 5 Fury Sword klappen. Ohne dass der, vier Könige mir den Popo aufreißen. Und wie gesagt, sobald wir den Boss dann halt down haben, dann düse ich zum Schmied und mache mal eine große Upgrade-Session. Ja, wobei, wenn tatsächlich die Four Kings auch down sind, haben wir ja im Endeffekt nur noch Optionales oder den Endboss. Und dann werden wir natürlich das Optionale machen. Kann ich auch vorm Endboss dann, das werde ich dann in der Folge auch mal zeigen, seine lustigen schwarzen Ritter farmen, die ja dann wirklich Brocken droppen. Oh, schöner Satz, Brocken droppen. Ach, guck mal, daher schleichen wir uns mal ganz Rogue-mäßig an. Backstab! So. Ach ja, der braucht ja noch einen. So, dann ist der aber auch weg. Wo war ich stehen geblieben? Ja, vor Gwyn, Brockendrockenfarm und so. Da brauche ich etliche, denn ich würde gerne die Sense auf 15 bringen, das Balderschwert auf 15 bringen, den Bogen auf 15 bringen und eventuell noch ein, zwei weitere Waffen, um halt mal damit ein bisschen rum zu experimentieren. Also wie gesagt, ich brauche ein Abo auf Brocken. Brauche ich zigtausende von. Und ja, dementsprechend auch die grauen Schollen, wo wir uns ja noch eine dritte abholen. Ach, da ist noch eine. Wo wir uns ja noch eine dritte abholen können im Ash Lake. Also hier beim lustigen Baum in der großen Leere dahinter. Da ist ja der gute Siegmeier. Da müssen wir halt auch noch hin. Wie gesagt, da müssen wir den kompletten Baum ja auch noch durchackern. Also ist noch einiges, was wir halt tun können, bevor wir ins NG dann gehen. Und wie gesagt, da mache ich dann vorher auch noch ein kleines Special, wo es eine Umfrage gibt, aber dazu dann da mehr, wenn die Umfrage auch da ist. Da will ich jetzt nicht schon wieder so weit vorweggreifen. Ich würde mir ganz gerne... Mache ich das jetzt noch? Mache ich das nicht? Ja, ich rufe mal schon mal hier den Fahrstuhl oder rufe ich den nicht? Ich rufe den mal nicht. Ich würde gerne... Hier gibt es nämlich noch den roten Tränensteinring, müsste er heißen. Red Tearstone Ring, der den Schaden erhöht, wenn ihr niedrige Gesundheitspunkte habt. Scheiße, ich habe ja gar keinen Schaden. Oder besser gesagt, super wenig. Es ist nicht so schön. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich die 2-3 hitte. Oder zumindest in 1-2 Hits stagger. Aber das ist ja nicht der Fall. Das macht die Sache jetzt ein bisschen unschön. Nämlich der rote Tränensteinring ist hier hinter dem Tor links auf dem Türmchen und da stören gerade diese drei Mobs und die würde ich gerne aus dem Weg räumen. Ansonsten gibt es keinen Grund in eigentlich diesem gesamten Spiel diese Drachen zu erledigen. Es sei denn, ihr möchtet Dragon Scales farmen, denn diese Dinger droppen Drachenschuppen und gar nicht mal schlecht.
Das heißt, wenn ihr halt Drachenwaffen hochleveln wollt, ist hier die Nummer 1 Location, wo ihr farmen könnt. Wie gesagt, die Dinger lassen sich eigentlich auch staggern. Nur ich mache anscheinend im Moment noch zu wenig Schaden. Finde ich gerade nicht so gut. Das macht die Sache ein bisschen kompliziert. Jetzt stirbt doch mal endlich. Mann! Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, muss ich mal eine andere Waffe ausprobieren. Da habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht, wie man die hier am besten farmen kann. Weil ich nie auf Dragon Scales gegangen bin und die nie wirklich gefarmt habe. Ich habe die immer geskippt, weil, keine Ahnung, habe halt keinen Sinn drin gesehen. Gucken wir mal, ob wir die einfach mal kurz wieder... Ich weiß, bitte nicht Flame mit dem Bogen wegschießen können. Ja, scheint ja zu funktionieren. Dann machen wir die auch einfach so. Lustigerweise macht der Bogen fast genauso viel Schaden wie die Sense. Irgendwie. Interessant, interessant. Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, da bräuchte man tatsächlich eine andere Waffe als die Sense, um die zu machen. Die ist da wirklich nicht so optimal. Aber machen wir den mal fix im Bogen, mit dem Bogen weg. Ich will ja nur oben auf das Türmchen, um den roten Tränenstein zu looten. So, machen wir noch den anderen. Den roten Tränensteinring. Damit kann man ganz lustige Sachen machen. Darf sich dann natürlich, wenn man low HP ist, um ihn zu aktivieren, nicht noch anderweitig treffen lassen. Sonst ist man tatsächlich Geschichte. Also ist halt, sage ich mal, ein Ring für etwas erfahrene Spieler, die wissen, was sie tun. Ansonsten, wenn man damit spielen will, nippelt man sehr schnell an jeder Ecke ab, wenn man Hits kassiert. So, mach mal tot, bitte. Danke. Und wir können, ja, wie gesagt, da vorne auf der Brücke liegt halt noch die Banditenrüstung oder das Spinnenschild, aber das können wir uns halt jetzt an der Stelle sparen, da möchte ich jetzt nicht hinlaufen. Wenn ihr es haben wollt, lauft kurz hin, lootet das Zeug und nimmt es mit für die Sammlung. Ansonsten, ja, Spinnenschild haben wir schon aus Schandstadt und zur Banditenrüstung habe ich ja auch schon am Anfang was gesagt. Und hier ist der rote Tränensteinring und das war Sinn und Zweck der Aktion, den wollte ich nämlich noch mitnehmen. So. Dann haben wir den auch. Und wir können uns zurück zum Eingang machen. Und dann tatsächlich jetzt mal so langsam in Richtung... jetzt wollte ich Naito sagen. Nein, natürlich nicht Naito. Der Gute ist ja schon tot. In Richtung der vier Könige. Dass wir den dann im nächsten Part angehen können. So, dann mussten wir einmal komplett hier diesen lustigen Weg zurück. Mobs haben wir ja alle schon erledigt. So. Und einmal zurück zum Anfang. Wie gesagt, das war jetzt alles quasi so der optionale Part. Also nachdem wir das Wasser abgelassen haben, war das hier der optionale Part. Um halt die ganzen Gimmicks einzusammeln. Natürlich gut, die große Glut oder riesige Glut ist natürlich jetzt nicht so was in der Kategorie, was man als Gimmick bezeichnen würde. Es ist schon eigentlich essentiell. Also zumindest im ersten Durchgang. Ich mache es halt immer so, dass ich im ersten Durchgang halt alles hole. Und dann auf 15 ab aufwerte, was ich haben will. Und im zweiten Durchgang spare ich mir diesen ganzen Schnickschnack. Also, wie gesagt, da geht es dann wesentlich schneller. Da rushe ich halt wirklich nur noch durch, weil ich halt alles schon habe aus dem ersten Durchgang, was ich haben will. Außer halt diese Covenant-Geschichten oder Story-Twists oder Quests, wie immer man das halt nennen will. So, da waren wir schon, aber hier hinten ging es, glaube ich, auch noch weiter. Da war auch noch so ein Dark Race. Den will ich jetzt auch noch mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Ja, da unten ist er, ja. Ja, komm, machen wir einfach mal einen Jump Attack. Bam! Ja, killt ihn auch nicht. Aber mit dem zweiten Hit ist er dann tot. Gut, ist er auch weg. Ja, und hier oben würde man tatsächlich wieder... Da hinten seht ihr wieder das Tor in Richtung Tal der Drachen kommen. Wenn man hier einfach runterrutscht. Aber hier kommt man dann leider nicht wieder zurück. Habe ich ja gerade, glaube ich, nochmal getestet. Und, ja. Dann gehen wir jetzt das Pflichtprogramm an. Und zwar da die Treppe hoch, glaube ich. Da waren wir nämlich als einziges noch nicht. Und dahinter haben wir nochmal, glaube ich, ein paar Dark Rays. Ach ja, und hier ist auch das zweite Naito-Vieh. Sind tatsächlich zwei, habe ich nicht gelogen. Und hatte ich auch noch richtig in Erinnerung. Alles schon so lange her. Ja, komm mal her, Schatzi. Lass dich doch mal von hinten. Komm. Der will nicht. Hallo. Ich möchte von hinten, bitte... Backstab, genau, danke. Achso, jetzt kommt hier das lustige Schlabbervieh. Ich probiere mal, ob ich das nicht einfach mit dem Bogen machen kann.
Ja, 183 ist jetzt ja nicht so falsch. Also kann ich da auch mit dem Bogen drauf schießen. Ja, lässt den Schluss zu, dass auch die Sense bei diesem Mob nicht optimal ist. Weil ich ja genauso viel Schaden mit den Bogenpfeilen mache. Also, wie gesagt, da müsste man auch dann zur anderen Waffe greifen und ein bisschen switchen. Komm mir bitte nicht zu nahe. Ach, kacke, jetzt spuckt mich das Vieh auch noch an. Ja, jetzt sehe ich aus wie Hubble. Und das Ding geht nicht ab. Und es macht auch noch Schaden, wie ich sehe. Ziemlich uncool. Ja, schön. Wann geht das weg? Scheiße. Mit der Scheiße hier. So, jetzt stirb doch mal bitte. Danke. Bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob die Dinger respawnen. Oder ob das so quasi Mini-Bosse waren. Weiß ich nicht mehr. Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich weiß es nicht mehr. Die blocke ich mal jetzt hier ganz kurz. Wie ihr seht, ne, kann man halt komplett blocken. Ist tatsächlich physischer Schaden und kein Magieschaden. Ach, da ist noch so ein Dark Race. Explodier doch mal, lieber Schädel. Ach, sind es zwei. Ja, macht doch mal Schaden an dem. Nö, aber anscheinend machen die keinen Schaden. Wie unfair. Naja, dann Stößchen. So, und jetzt nochmal einen schön auf den Kopf zimmern. Dann ist der auch weg. So, und wir können da hinten nochmal... Oh, ich muss mich ja gerade ein bisschen anders hinsetzen. Eine weitere Kiste looten. Was haben wir denn hier? Kein Mimik. Ja, Kette ist sichtbar. Ein grauer Brocken. Ja, da bin ich Fan von. Da sind wir im Geschäft. So. Und wir sind da. Ole. Das ist der Pflichtweg gewesen. Richtung Kollege Vier Könige. Da gehen wir jetzt natürlich nicht durch. Wir gucken mal hier rum, ob ich hier noch was looten kann. Wow, Kacke. Mann, jetzt muss ich nochmal zurücklaufen, weil ich da runtergeglitscht bin. Wie blöd. Ja, nicht schön. Nicht schön. Na gut, laufen wir nochmal kurz zurück. Wo muss ich denn hin? Ich glaube hier lang. Ja, genau. Ist ja nicht allzu weit. Ja, wie gesagt, Vier Könige machen wir dann im nächsten Part. Ich laufe jetzt nur nochmal zu dem Foggate und da verabschiede ich, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Schon Sprachstörung, weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon wieder zocke. Ja, und da verabschiede. Ich kriege das Wort nicht hin. Und da sage ich Tschüss. So, das wollte ich sagen. Manometer. Gut. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge bei den Vier Königen. Und wie immer sage ich an dieser Stelle dann... Bis dahin.